Hallo, willkommen in der Quantenwelt. Mein Name ist Beatrix Hissmeier. Ich lehre und forsche hier an der Universität Wien. Ich leite die Quantenpartikelgruppe. So, mein Hauptgebiet ist die Quantenphysik. Quantum ist ein lateinisches Wort und heißt wie viel, wie groß. Und wir Physiker haben festgestellt in den Experimenten, dass so Größen wie zum Beispiel die Energie nur in Portionen quantisiert ist, dass es nicht kontinuierlich viele Werte dieser Energie gibt. Oder wenn wir uns diesen Würfel hier anschauen, den kann ich hier drehen und ich kann jede beliebige Geschwindigkeit einstellen für die Drehung hier. Aber wenn ich genau hinschaue, gibt es das immer nur quantisiert, portioniert. Es gibt nur bestimmte Geschwindigkeiten, die man in Wirklichkeit einstellen kann. Was ist jetzt Verschränkung? Das ist ein Phänomen, das man zwischen zwei Teilchen beobachten kann, die man voneinander trennen kann. Und es scheint so, dass das eine Teilchen immer weiß, was beim anderen Teilchen passiert. Also wenn wir uns zum Beispiel diesen Würfel hier vorstellen, dann haben wir hier eine Ecke und gegenüberliegend auch eine Ecke. Und natürlich, was ich hier an der einen Ecke mache, kann höchstens mit Lichtgeschwindigkeit diese Information rüberkommen zur anderen Ecke. Aber wir können so zwei Teilchen wirklich Kilometer auseinander trennen. Und trotzdem weiß das eine Teilchen, was beim anderen Teilchen gemacht wurde, ohne dass hier mit Lichtgeschwindigkeit die Information übertragen werden konnte. Das hat Einstein für echt spukhafte Fernwirkung genannt und hat nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Aber all unsere Experimente zeigen, dass es dieses Phänomen gibt. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf unser Verständnis von der Welt. Ich kann diese Ecke von diesem Würfel hier verstehen, diese Ecke, all diese Ecken. Aber die Summe von dem Ganzen beschreibt nicht den Würfel selber. Das heißt, die Summe der Einzelteile ist nicht das Ganze. Das ist, was dieses Phänomen, das wir in der klassischen Welt nicht haben, nur in der Quantenwelt, Verschränkung wiedergibt. Die Quantenwelt sagt sehr merkwürdige Dinge voraus. Wir können es in dem Sinne nicht verstehen, weil wir ja auch in einer klassischen Welt leben. Aber wir können sozusagen in die nächste Phase eintreten. Wir können uns überlegen, was können wir mit diesen merkwürdigen Phänomenen Neues machen. Und genau das passiert jetzt faszinierenderweise. Wir schaffen Quantenkryptographie, die sichere Kommunikation zwischen zwei Parteien. Wir bauen Quantencomputer, das sind Dinge, die echt anders funktionieren als unsere klassischen Computer. Und wir arbeiten momentan auch ganz vielen anderen tollen Anwendungen, die diese komischen Quantengesetze ausnutzen. Mehr Quantenwissen gibt's in der Rudolfina, in dem Wissenschaftsmagazin der Universität Wien.